Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu GTA Online. Heute mal etwas anders, denn wir sind nicht in Los Santos unterwegs, sondern wir befinden uns im Missionseditor. Ganz genau im Capture Editor, der ist ja vor ein paar Tagen erschienen. Und ich habe gedacht, ich mache mal eine Mission damit und habe schon auch eine erstellt. Und ich würde ganz gerne mit euch jetzt mal da reinschauen, dann kriegt ihr einen kleinen Vorgeschmack, was euch beim sogenannten Sunday erwartet. Leider ist am Wochenende, ja an dem Tag, wo eigentlich das Sunday stattfinden sollte, mein Internet komplett ausgefallen. Ich konnte einfach nichts machen. Nichts, ey. Total nervig. Aber was willst du machen? Es ging halt nicht. Und ja, jetzt funktioniert es wieder. Das Video nehme ich gerade auf. Ich habe momentan echt ziemlich viele Probleme mit der Elgato und mit dem Computer allgemein. Und ziemlich nervig. Aber es gibt einen kleinen Vorgeschmack in diese Mission, in meine, ja so gesehen, erste Capture-Mission, die auch öffentlich ist, also auf YouTube. Ich habe zwar schon eine gemacht, einen sogenannten Banküberfall, ist ziemlich buggy, deswegen steht hier in Klammern auch noch Beta. Ich werde einfach mal die Mission in der Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr sie mal zocken. Ist Capture-Überfall, einfach mal anzocken und vielleicht mal einen Kommentar hinterlassen hier, wie ihr die Mission findet und vielleicht einen oder anderen Daumen hoch da lassen. Also jetzt nicht hier im Video, sondern bei der Mission. Sie ist buggy, also Vorsicht, ne? Sie ist buggy. Und jetzt testen wir mal mit Team 1, das sind in dem Fall die Räuber. In der Mission geht es nämlich darum, ich habe so eine kleine Geschichte wieder gemacht, dieses Labor hier, zeige ich euch mal. Hier werden Experimente am Menschen gemacht und wir die Räuber, wir waren die Versuchskaninchen, unsere Daten wurden halt aufgezeichnet und hier auf Festplatten gespeichert in sogenannten Sicherheitskoffern. Ja, und wir holen uns unsere Daten zurück. Die Mission heißt nämlich gestohlene Daten. Yeah, Mann. Team 1 sind die Räuber in dem Fall, ja, die Leute, die sich jetzt erstmal die Daten zurückholen, und Team 2 ist der Sicherheitsdienst, der halt die Räuber aufhalten soll, ja, halt diese Festplatten und die Koffer hier zu stehlen. Ja, wie sagt man, Experimente an Menschen sind uncool. Wir starten jetzt als Räuber. Also im neuen Editor ist man immer unsterblich. Ich kann das nicht ändern. Das geht einfach nicht. Ja, und es spielen halt, ja, Akteure mit. So. Guck, ich kann jetzt nicht irgendwie ändern, dass jetzt, ich bin immer noch unsterblich, aber egal. So, kann man das Menü wieder wegmachen? Genau. So. Ihr seht hier die Räuber, ne? Die Räuber, ja. So, also jetzt in der Mission selbst, wenn ihr die zockt, also wenn die veröffentlicht wird, habt ihr natürlich eure Waffen. Ich habe jetzt nur die Waffen, die ich jetzt hier hingelegt habe. So, aber ihr seht, spielt das jetzt hier in diesem Labor. Eigentlich ziemlich cool. Ihr müsst auch mal auf die Details achten. Ich habe mir echt ziemlich viel Mühe gegeben. Diese wird am Sunday auf jeden Fall gespielt, diese Mission. Die wird auch erst kurz davor veröffentlicht. Das heißt, ihr könnt ziemlich zocken. So, dann machen wir uns mal auf und holen uns jetzt erstmal dieses Herzkoffer zurück. Ja. So, normalerweise würde ich jetzt mit meinem Gaming-Headset aufnehmen, den Logitech G930, aber ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich mit Elgato echt ziemliche Probleme habe. Ich glaube, die geht kaputt. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass sie kaputt geht. Denn wenn ich die mit dem Headset aufnehme, klingt das ungefähr so. Wie so eine Maus auf Speed, ey. Ohne Scheiß, das klingt total nervig. Keine Ahnung, wann es liegt, ob es am Mac liegt, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall extrem nervig und ja. Deswegen muss ich ja mit dem internen Mikrofon aufnehmen. Ich hoffe, dass das klappt. Der Test vorhin war erfolgreich. Ach Mann, ey. Nur Probleme, nur Probleme. Hi, Sicherheitsmann. So, mein Freund, hast du gesehen, ne? Hast du gesehen, ne? So, dann holen wir uns meinen ersten Schatzkoffer. Und hier ist auch ein Wissenschaftler, Leute, ne? Aber mein Freund, du wirst. Es tut mir leid, aber du hast Experimente an mir und meinen Bros gemacht. Ja, das geht ja mal gar nicht. Deswegen musst du leider sterben. Ja. So. Also ich will jetzt natürlich jetzt nicht komplett aufnehmen, ne? Ist ja ganz klar. Also das dauert jetzt hier wirklich extrem lange, aber ich zeige euch wenigstens, wo in dem Mission schon mal die Koffer liegen. Ist ein kleiner Vorteil für euch, wenn ihr das Video schaut, dann seid ihr auf jeden Fall bereit, bei der Mission hier mitzumachen.
Und auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Mission haltet am Ende. Also weiterschauen, noch keinen Kommentar verfassen. Nö, nö. So, die Räuber sind übrigens uns friedlich gesinnt, ne? Also keine Sorge, die sind uns friedlich gesinnt. Nur gegenüber des Sicherheitsdienstes, also Team 2, da haben die Leute wird geschossen. So. So, dann liefern die mal wieder hier ab. Was ziemlich merkwürdig ist, hier im Test sind die Tore hier geschlossen. Wenn ich im Missionserlebter selbst bin, sind die Tore hier auf. Und deswegen habe ich auch die Fahrzeuge draußen stehen gehabt. So, jetzt haben wir hier schon mal den ersten Sicherheitskoffer hier abgeliefert. Dann holen wir uns einfach den nächsten. Denn die nächsten sind alle an derselben Stelle, aber sehr schwer zu erreichen. Bei der Mission müsst ihr nicht nur die Koffer klauen, sondern auch verteidigen. Platz sind hier für 16 Spieler. Ich hoffe, dass an beim Event auch wirklich 16 Spieler zusammenkommen und wir diese Mission zusammenzocken können. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. So, dann wollen wir mal. Ja, ist natürlich hier Lauffaul ist Lauf, ne? Kann vorbeigelaufen. Man kann ja leider nicht sprinten, das geht ja leider nicht in Gebäuden. Das geht ja allgemein, man geht ja nicht. Was ich ziemlich dämlich finde, aber was willst du machen? Was willst du machen? Mehr ist nix. Das sagt irgendwas der Kölner so. So, und hier durch. Achtung, die Sicherheitsleute, übrigens kleiner Hinweis, die spawnen unendlich. Ne, mein Freund? Vergiss es. Oh! Alter, aua, 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 aua! Wo ist der? Wo ist der? Was ist der? Reloading! Kommt her, kommt her, kommt her! Wo ist der hin? Holy shit! Wo ist denn der hin? Upsa. Hoffentlich hört man das nicht. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Meine Stimme fühlt sich wie so ein Reibeisen, also echt ziemlich rau. Au, 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 au. Naja, die wollen nicht kurz und toll. Da hab ich mein schönes Hemd, ey. Alter, ihr Wichser. Boah, das gibt's doch gar nicht. Ich weiß, dass hier gleich auch einer kommt. Wo bist du, mein Schatz? Nein, wo bist du? Der hat sich verpisst, okay. Ach, das war der. Der hat so einen Radius. Aber hier müsste eigentlich auch einer stehen. Ey, wer wacht nämlich hier die Tür? Na komm! Okay, wenn ich mich hier gegenlehne, kann ich nicht das machen, was ich eigentlich machen will. Naja, war ein bisschen uncool, aber gut, egal. So, und den nächsten. Das Experiment. Alter, Menschen gemacht, mein Freund. Das geht gar nicht. Und du brauchst dich gar nicht zu verstecken, ich hab dich gesehen. So, das ist für dich Vater. Das wäre ich. Ich bin der Vater dieser Mission. So, egal. Aua. So, Entschuldigung fürs Husten. So, dann lauf vor uns live. Ich weiß, dass hier einer normalerweise steht. Aber er ist nicht da. So, dann wollen wir nochmal. Haben sie jetzt beide hierhin verzogen? I think he got away. Kannst du eh nicht raufschießen? Ach ja, das war ziemlich cool. Ah, Mann, ich wollte so schön aus der Rolle und dann BAM in your face. Aber naja, wir kommen bei Let's Fail. Ja, Spaß. Ist ja eh nicht hier unter das Video. Ich hoffe, dass der Elgato jetzt nicht wieder meine Piepstimme aufnimmt. Falls doch, jetzt gibt dem Let's Play für GTA Online vorbei, denn ich werde dann mit meiner vollen Faust, also mit meiner Faust mit der vollen Kraft auf die Elgato draufschlagen. Egal was es kostet. Ja, tut mir leid, weil das ist schon ziemlich nervig, wenn die dann ungefähr klingt wie eine Maus auf Speed. Das ist echt unwies. Jetzt lauf doch, Mann! Alter, hör auf zu schleichen, Mann! Oh Gott, ey. Mein Charakter ist so dumm. Mein GTA Online-Charakter, der ist so dumm, ey, wie Bohnenstroh. Junge, 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 Junge. So. Dann, ich zeige euch jetzt nur bei den Räubern. Nur halt die beiden, die ist schon 10 Minuten, das Video. So, mach jetzt mir hier einen ganz kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich zum Sicherheitsdienst wechsle. Und mal mit Team 2 spiele. Also, bis gleich, ihr Lieben.
Ich wieder und jetzt geht's weiter aus der Sicht des Sicherheitsdienstes, also Team 2, wie ihr seht, der Sicherheitsdienst schießt nicht auf uns, weil wir zu ihm gehören. Wir können diese Koffer auch nicht nehmen, das habe ich extra so gemacht, damit es jetzt nicht so, ja, so easy ist. Es ist auch ziemlich unlogisch, dass man seinen eigenen Koffer nehmen kann. Hm. So, und jetzt sind wir halt der Sicherheitsdienst. Yay. So. Boah, kurz die Flinte, genau, die Flinte. So. Dann wollen wir mal gucken, was die Gangster. Übrigens, die Gangster, ne? Die sind deutlich weniger als der Sicherheitsdienst. Dafür haben die aber bessere Waffen und die greifen normalerweise an. Also, das habe ich extra so eingestellt. Nur einer von den Gangstern, also von den Räubern, kommt ich auf Gangster, der verteidigt halt den Sicherheitskoffer, also die Sicherheitskoffer, ja. Und ja, ich habe dir viel eine Menge Arbeit gesteckt, bevor ich diese Mission erstellt habe. Hab mich überlegt, wie kannst du das machen? Den Räubern halt, dass die halt angreifen. Dass wir halt in der Unterzahl sind, dafür dann aber ein Maschinengewehr haben, also so ein leichtes Maschinengewehr, die Micro-MP, aber Sicherheitsdienst halt, wie auch in der Realität, nur eine Pistole hat, aber dafür halt in der Überzahl ist, ja. Und hier in der Verteidigerrolle ist, also er verteidigt, die bewegen sich nur minimal. So, ich weiß, dass hier einer stehen müsste. So. Er hat erwischt. Jetzt kommen nämlich auch die Feinde. Jetzt haben die uns nämlich gehört, dass wir hier seinen Kollegen das Licht ausgeschaltet haben und jetzt greifen die auch wirklich an. Ihr seht ja die roten Punkte auf der Karte. Jetzt sind die ganz schön abgefuckt auf uns. Aber so ist das nicht. Das ist was Neues. So, und ja, nochmal sorry, dass der Sunday die Stadt hat. Wie gesagt, ich kann nichts dafür. Ich habe hier wirklich getrunken vor Wut. Hab LAN-Kabel rein und rausgesteckt, hab den Router neu gestartet und die Fritzbox und alles Mögliche. Und es war einfach weg. Internet war komplett weg. War nichts zu machen. Ich konnte auch nicht mal irgendwie den Computer über online gehen, irgendwas machen. Es ging einfach gar nichts, Totalausfall. Ja, war richtig geil. Den einen oder anderen habe ich dann per Handy verschaltet gesagt, also per iPhone und Smartness, aber ja, war trotzdem scheiße. Und manche Leute haben es irgendwie nicht kapiert. Dass ich jetzt gar nicht online gehen kann, ja, vielleicht mach mal das und das und das und vielleicht kannst du ja doch das und das machen. Nein, es ging nicht. Ich habe schon alles gemacht, was man eigentlich machen kann, wenn es ins Netzchen ausfällt, aber alles war ein totaler Fehlschlag. So ging es das Gelände aber, verdammt, nein! Ach, das war, ach, da gab es zwar einer vom Sicherheitsdienst, war es ja mies gewesen. Ich hätte abgeknallt, das wäre richtig mies gewesen. Ihr seht, die greifen noch an, die Räuber, ne? Ihr seht, ne? Ich hätte viel Liebe zum Detail der Mission und ich hoffe, dass sie nicht so verglitscht ist wie der große Coup. Das ist nämlich meine Mission, der Bank heißt. Die kann ich ja gleich trotzdem mal ganz kurz mal anspielen. Ein Blue wird freundlich. Ach, Junge, also manchmal die Steuerung, ne? Boah, die ist katastrophal in GTA. Alter! Ey! Sei ich behindert? Schieß mir in den Rücken, du verdammter Pisserkopf, ey, ich kann nicht treten, scheiße, oder nicht vor die Eier treten. Wie ihr seht, die kommen immer wieder, die Jungs, die sind wie Ratten. Ja. Die sind halt Räuber, ne? Naja, in dem Fall eigentlich keine Räuber, die wollen halt nur ihre Daten, so gesehen, sichern. Die sind nicht die Bösen in dieser Mission, denn die wollen halt nur ihre Daten sichern. Eigentlich in dem Fall ist er sicherheitsdienst die Bösen, weil halt die Wissenschaftler uns so Daten geklaut haben, weil wir Versuchskaninchen machen. Alter, fick dich doch ins Knie, Junge. Der lebt noch, Alter. Kann ja wohl nicht wahr sein. Muss eigentlich noch einer stehen. So, da muss ich uns noch einen Kräferschwind nehmen. Das heißt, klar, wir holen ja zurück, wir sind im Sicherheitsdienst. Ihr kommt mit den Daten nicht, ihr kleinen räudigen Drecksäcke. So, das Video geht auch schon wieder eine Viertelstunde. Alter, das wird eigentlich nur ein kurzes Video werden. Oh. Naja, kurzes Video ist immer relativ. Ne? Bei mir gibt es keine kurzen Videos, auch wie keine Outtakes, denn das Video selbst ist der Outtake. Bist du mein Freund? Alter, voll blutig hier. Die Jungs, die stecken sich gut. Auch manchmal weiß man nicht, wo genau die spawnen und alles sich befinden. Kann ja sein, dass sie zum
den Kollegen vom Sicherheitsdienst latschen, also von den Kollegen. Ja. Die sind wahrscheinlich hier irgendwo. Hier bleiben die meist stehen, wenn ein erster Gegner kommt. Oder auch nicht. Der Kollege Sicherheitsdienst oder ja, dann schon nichts zu tun, Kollege. Das heißt, hier ist keiner. Wir können uns hier frei bewegen. So. Ach ja, noch ein ganz kleiner Tipp, wenn ihr im Sicherheitsdienst habt, ich zeig euch mal einen ganz kleinen Vorteil. Ne? Ein kleiner Cheat hier. Zack. So. Auch natürlich jetzt nicht mehr hier unsterblich bin, mit dem was ich gerne ändern würde, aber geht ja nicht. Ach ja. So, und dann haben wir das zweite Paket abgeliefert. Und jetzt komme ich auch zum Ende jetzt hier. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat, mal etwas anderes zu sehen als immer nur irgendwelche Chaos-Folgen von Vita Online. Heute noch aus einer etwas anderen Sicht vom Missions-Editor. Ich hoffe, dass ihr beim Sunday dabei seid und sag mal, was ihr von der Mission hier haltet. Du Wichser! Alter! Okay, mach. Super! Der Vorführeffekt, ne? Also, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Mission haltet, ob ihr Bock drauf habt, beim Sunday mitzumachen und die Mission zu zocken. Schreibt mal allgemein eure Meinung. Würde mich mal echt interessieren, was ihr von der Mission haltet. Und ja, kommen wir zum Ende. Im Anschluss nehme ich nochmal ein GTA Online auf und noch was anderes. Wir sehen uns also gleich wieder zur nächsten Folge von GTA Online. Macht's gut, bleibt sauber. Tschüss.